Komm zum Pferd, hieß es am 1. Mai beim Reit- und Fahrverein Zeitz Bergesdorf. Interessierte bekamen die Möglichkeit, mit den Huftieren auf Sattelfühlung zu gehen. Ja, wir haben ja heute den bundesweiten Tag der offenen Stalltür. Also das wird von der FN organisiert oder wird gewünscht, dass wir als örtliche Reitvereine uns präsentieren und somit die Öffentlichkeitsarbeit aktivieren. Ansonsten sind wir hier natürlich in unserer Vereinsentwicklung recht zufrieden. Wir sind inzwischen 80 Mitglieder im Verein, somit ziemlich der stärkste des Burgenlandkreises. Und wenn wir unsere Perspektive nun nochmal so in Betracht ziehen, wenn wir hier Standortwechsel vornehmen, dann haben wir nochmal einen Schub in Richtung Modernität, neue Halle und hoffen, dass das auch reflektiert für die Zukunft und so wir auch hoffen, dass eine wirtschaftliche Betreibung auch einer anderen Anlage auch möglich sein wird. Bis es in circa 2-3 Jahren soweit ist, bleibt das Gelände, was beim Hochwasser 2013 nicht unverschont blieb, weiterhin der Ausgangsort für Höhepunkte wie das Turnier Bergesdorf, die Hubertusjagd und natürlich die Kinder- und Jugendarbeit. Wobei wir auch jetzt darüber mit nachdenken, den Seniorensport mit einzubringen und den Behindertensport. Alles Dinge, die wir schon so im Anfängen haben, aber da sind wir noch dabei, das zu präzisieren und noch auszubauen. Über die bereits vorhandenen Fähigkeiten, gerade im Jugendbereich, konnten sich die Besucher bei Vorführungen ein Bild machen. Über Veranstaltungen kann man sich unter www.reitverein-zeitz.de informieren. Turniere veranstaltet der Verein in diesem Jahr allerdings keine. Aber das ist jetzt nicht so zu sehen, dass das dann an ACTA gelegt wird. Im Gegenteil, das wird für die Zukunft sicherlich sogar noch ausgebaut werden und hoffen, dass wir dann im 1050 Jahre Zeit, wir in 17 dann wieder Turnier veranstalten. Da haben wir doch Hoffnung, dass das wieder gelingen soll.